Also geschmacklich ist das keine Explosion. Relativ, ja, wie so Pappkarton. Ich könnte jetzt hier 5, 6, 7 Burger davon wegessen und hätte wahrscheinlich immer noch Hunger. Aber ich sag ehrlich, so ein Toast mit Avocado schmeckt für mich intensiver. Ja. So, was geht, meine Freunde? Wir sind bei Meckes und schauen uns mal an, was die Leute hier zu bieten haben für den Bullen, was Leckeres. Wir testen einfach mal, wie das Ganze schmeckt, wie die Nährwerte sind und ob sich das Ganze wirklich lohnt, wann sowas Sinn machen könnte, was die Vor- und Nachteile sind, ja, von McDonald's oder Fast Food. So, wir haben die 259, hole ich gleich ab, Big Mac Pommes und dann checken wir das Ganze mal ab und ja, schauen, wie es schmeckt, gucken wir uns mal auch die Nährwerte an. Also so ein Big Mac hat 550 Kalorien, 30 Gramm Fett, davon gesättigte Fettsäuren, auf jeden Fall ein sehr großer Teil, 50 Gramm Carbs, ja, und ungefähr so 30 Gramm Protein. Und natürlich auch viel Salz dabei in verarbeiteten Lebensmitteln, ja, in dem Fall so 2,5 Gramm Salz. Ja, dazu eine Pommes, also insgesamt schätze ich mal, kommen wir da bestimmt auf, ja, 800 Kalorien. Um ein bisschen das Bewusstsein zu erweitern, opfere ich mich jetzt auf. Wenn ihr sowas esst, ja, dann empfehle ich auf jeden Fall schon mal, holt euch definitiv Zero-Getränk, ja, dann spart ihr schon mal einiges an Kalorien. Wenn ihr das bewusst nicht machen wollt, okay, meinetwegen, ja, wann macht Fast Food Sinn? Ja, Fast Food macht Sinn, wenn man wirklich keine Zeit hat. Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile? Die Vorteile sind, dass es schnell geht. Logisch, du hast schnell viele Kalorien. Die Nachteile sind, dass es nicht skalierbar ist, beziehungsweise die Nährwerte fix sind. Das heißt, du hast immer feste Makros in den Meals, ja. Das ist super schwierig, hier zum Beispiel zu sagen, okay, ich möchte viel Protein, ich möchte viel Gemüse und zum Beispiel wenig Fett und wenig Kohlenhydrate. Das ist hier nie gegeben, deswegen ist die Skalierbarkeit der unterschiedlichen Makros schon mal sehr, sehr schlecht. Was auch noch ein Nachteil ist, dass du für die Kalorien, die du hast, also in dem Fall so ungefähr 800, ja, sehr, sehr, sehr wenig Mikronährstoffe hast. Das heißt, das sind im Prinzip leere Kalorien. Keine Vitamine, keine Mineralien, fast keine Ballaststoffe, irgendwie 3 Gramm oder so. Sagen wir mal, ich verbrauche 3000 Kalorien, das hier ist ein Drittel meiner Kalorien. Da bin ich natürlich gezwungen, irgendwie zu versuchen, in den anderen 2000 Kalorien noch irgendwo Mikronährstoffe unterzubringen. Ich kann das schon verstehen, dass wenn man zum Beispiel einen riesigen Kalorienverbrauch hat und es einfach gerade nicht hinbekommt zeitlich, wenn man irgendwie auf einer Reise ist, dass man das macht, aber selbst dann würde ich es nicht machen, selbst dann gibt es immer noch bessere Alternativen. Du kommst praktisch da selbst an so einer Tankstelle mittlerweile, in so einem Rewe2go, bessere Alternativen. Und wenn man sich überlegt, wie teuer das Ganze ist, ich habe jetzt hier 10 Euro bezahlt oder mehr, ja? Ne, genau 10 Euro. 10 Euro kriegst du im Supermarkt oder, weiß ich nicht, sogar im Rewe2go kriegst du ja, mehr Kalorien teilweise und viel, viel bessere Makros. Also das hier wird nicht vor 2 Stunden verdaut sein. Wenn ich das jetzt esse und direkt ins Training gehen würde in einer Stunde, das macht nicht so viel Sinn. Ne? Wir ziehen uns das jetzt trotzdem mal rein und checken mal ab, wie das schmeckt. Ja, also geschmacklich ist das keine Explosion. Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt, bis auf das Aussehen. Relativ, ja, wie so Pappkarton. So schmeckt mal. Es ist so designt, dass man es sehr schnell essen kann. Sehr, sehr weich, du musst nicht viel kauen. Das ist natürlich taktisch klug gemacht. Das wirkt sich natürlich negativ aus, auch Leute, die kein Bewusstsein dafür haben. Ich könnte jetzt hier 5, 6, 7 Burger davon wegessen und hätte wahrscheinlich immer noch Hunger. Cola schmeckt nice, aber wie gesagt, was das angeht, wenn ich dem ganzen Geschmack eine Wertung geben würde, würde ich sagen so, ja, 5 von 10. Also ich habe es auf jeden Fall deutlich stimulativer fürs Gehirn in Erinnerung. Ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass mich das geschmackstechnisch mehr abholt. Aber ich sage ehrlich, so ein Toast mit Avocado schmeckt für mich intensiver. Ja. Also ich bin mir fast sicher, dass ich das besser hinbekommen würde. Ich glaube, wir machen jetzt mal einen Burger gleich und schauen, wie der schmeckt im Vergleich zum Big Mac mit Pommes. Also früher war das anders. Jetzt muss man sich so eine App runterladen. Mache ich nicht. Ich habe keinen Speicher auf dem Handy. So, wir sind bei Edeka und checken mal ab, was für gute Sachen in unseren Burger reinkommen. Und natürlich High Protein, ja, High Carb. Wenig Fette, in dem Fall, weil wir ja viel Protein wollen. Fette kommen ein bisschen dabei, ja, weil wir ein Patty wahrscheinlich nicht in Lean Beef Form bekommen. Aber ansonsten wird das Ganze eher High Protein und High Carb. Wird wahrscheinlich deutlich besser schmecken, aber wir gucken mal. Burger Buns, lecker, liegen gut rein. Das sind die besten. Ja. 50 Gramm Protein, 2 Burger Patties. Gar nicht so viele Kalorien, nur 375 Kalorien. 50 Gramm Protein. Ja. Und die Geheimzutat, das müsst ihr unbedingt ausprobieren, süßer Senf, schmeckt so geisteskrank. Und das war's auch schon, ja, mehr möchte ich da gar nicht drauf machen. Weil das Wichtigste bei einem Burger ist im Endeffekt ja der Taste, weil es ein Cheat ist.
wenn man da jetzt noch ultra viel Gemüse drauf klatscht, nicht so geil. Ihr könnt euch gerne als Beilage einen kleinen Salat machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Diät cheatet, würde ich zwar nicht empfehlen, aber wäre möglich. Aber das persönlich reicht mir schon für einen richtig, richtig geilen Taste. Rindfleisch-Patties mit relativ guten Nährwerten tatsächlich. Die haben nur 7 Gramm Fett auf 100 Gramm, was ziemlich wenig ist. Also so ist jetzt kein 20% Fettbeef oder so. Ein süßer Senf ist wirklich krasser Gamechanger auf sowas. Burger Buns. Und das Gute ist, wir können jetzt hier überlegen, okay, ich hatte beim Big Mac hatte ich 2 Patties drauf. Ja? Ich kann aber sagen, hey, ich mache mir jetzt einfach, ich nehme 2 Burger Buns. So habe ich natürlich mehr Carbs. Und dann esse ich einfach 2 Burger, die ein bisschen flacher sind, ja, anstatt so einen größeren. Ne? Und was auch geil kommt, ist Soliner Käse. Der hat einfach auf 100 Gramm auch 30 Gramm Protein. Der Vorteil ist, der ist auch rund. Ja? Das heißt, wenn man den sozusagen einmal durchschneidet, kann man den perfekt als Käsebelag nutzen. Das bereiten wir jetzt mal zu. Olivenöl eignet sich ganz gut zum Braten. So, die Burger Buns mache ich auf und legt die einfach rein. Ich will die nicht komplett kross braten. Oh, sorry. Ich möchte die einfach nur ein bisschen krosser als so, weil so weich schmecken die jetzt nicht so geil. 180 Grad, 3 Minuten. Der Käse, der ist relativ dick, deswegen nehmen wir da auch nur eine Scheibe. Und dann haben wir praktisch für jeden Burger ein bisschen eine Scheibe Käse. Insgesamt bezahlt exakt so viel wie der Big Mac. Aber wir nehmen ja von den Burger Patties nehmen wir nur die Hälfte. Das heißt, da können wir 1,50 abziehen. Vom süßen Senf nehmen wir auch nur ganz bisschen. Das heißt, da kann man locker nochmal 1,20 Euro abziehen. Burger Buns 2 Euro. Für die Proteinmenge echt gut. 2 Euro für 50 Gramm Protein. Und der lose Handkäse kostet 3,30 Euro. Aber dann nehmen wir auch nur die Hälfte von. So kommen wir, sag ich mal, gerade mal irgendwie auf 5 Euro oder so. Das heißt, die Hälfte von dem, was wir bei McDonald's bezahlt haben. Jetzt kommt hier unser Käse drauf. Wo kommt der Geschmack her? Der Geschmack kommt ein bisschen vom Brot. Das Brot schmeckt deutlich besser. Aber hauptsächlich vom süßen Senf und vom Beef. Ja, das Beef hat einen ziemlich geilen eigenen Geschmack. So, und diese Kombination hier hat über 80 Gramm Protein. High Carb, beziehungsweise ordentlich Carbs durch die Burger Buns. Und gar nicht so viel Fett. Ich schätze das Ganze auf maximal 10 bis 12 Gramm Fett. Und jetzt checken wir das Ganze mal ab. Sieht es so aus, als hätte das Teil 40 Gramm Protein. Sättigt extrem, ja. Das heißt, du hast gar nicht das Verlangen, noch irgendwas anderes zu essen, weil es High Protein ist. Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Burger-Rezept haltet. Probiert es gerne aus und gebt mir euer Feedback dazu. Manchmal lohnt es sich, ein bisschen Zeit zu investieren, bessere Nährwerte zu haben, eine bessere Verträglichkeit, skalierbare Makronährstoffe, mehr Mikronährstoffe, ja. Das Teil hier hat vermutlich mehr Mikronährstoffe als alles da bei McDonald's zusammen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, dieser Kontrast war ersichtlich. Ja. Es lohnt sich wirklich, da ein bisschen zu investieren. Und ihr zahlt die Hälfte. Ja. Also das muss man sich mal überlegen. Wenn ihr Bock habt, mich zu supporten, könnt ihr natürlich bei GN jederzeit Whey Protein bestellen. Bei Whey Protein kann man auch im Auto haben und jederzeit nutzen. Ja. Das ist instant. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.